Tag, Leute, dann kommen wir zur 16. Etappe der Vuelta Espanyolo. Mal sehen, was wir heute mit unserer Mannschaft reisen können. Ne, sehr frisch ist sie jetzt nicht mehr. So, immer der Buchmann da vorne, Thurau da vorne. Konrad bleibt mal links, fahren wir raus hier. Ich lasse eigentlich ein bisschen so vorne. So, Thurau. Stehen bleiben. Wir müssen nur auf Emanuel Buchmann warten. Der muss hier erstmal von rechts nach links kommen. Da ist er mal gut. Jetzt greifen wir mal mit Björn Thurau an. Und dann gehen wir mal hinterher mit Emanuel Buchmann. Und mal sehen, ob etwas bringt. So, dann kommen wir weg. Da kommen wieder ein paar Fahrer. Natürlich, er am Berg muss Turo ganz seine ganze Kraft hinterher oder beanstrengen. So, Scheer, Brambilla. Mal sehen, ob wir heute mehr Erfolg haben mit einer Ausreißergruppe. Weil einen Etappensieg hätte ich auch gerne. Mit Björn Thurau als Tempobolzer geht das natürlich. Oh, hat jetzt gerade so Einbruch gehabt. So, wir fahren mal links vorbei. Oh, wir bleiben mal mit Emanuel Buchmann ganz hinten. Und Thurau forciert das Tempo. Brambilla ist jetzt auch da. Es gibt 3 Punkte für den dritten. 6, 9, 14, 17, 27 Punkte können wir heute machen, wenn wir alles gewinnen würden. Mit 17, 24, 47, 24, 44 Punkte wären das. Das wäre natürlich auch was mit Emanuel Buchmann, die Bergpreispunkte. Ja. Oh, aber jetzt wieder diese Einbrüche. Wir gehen einfach mal hinterher. Oh, ja, natürlich dieses Rumgesitze immer stehen und hinterher wieder Emanuel Buchmann, los komm. Den ist doch kein Gegner für dich. Der geht mir auch ein bisschen auf den Sack, der Belgier. Jetzt greifen wir mal an. Los, komm. Und ja, wir haben die Punkte. Boah, Alter, das war ja ein Trauerspiel. Das war echt knapp. Emanuel Buchmann, hol dir mal was zu trinken. Und dann bleibst du schön hinten stehen. Oh, ey, warum kackt das denn gerade so rum? Hallo? Kein Geruch mehr ab. Warum zieht der denn so Tempo, der Vollidiot? Oh, ey, jetzt ist wieder 30. Okay. Ey, Premier. Hallo, kannst du dich. Ich mach das Ding da aus hier. Lasst, fahr doch nicht nach vorne, Mann. Mann, was ist denn das für ein Scheiß gerade? Durch die ganze Zeit. Jetzt geh doch mal nach hinten, du Eierkopf. Oh, super, Tour auf. Was sieht das Tempo? Nochmal eigentlich noch Jan Bartha. Beschütz mal Konrad. Ich mach das Ding gleich kurz mal aus. Okay. Kriegt die Krise, oder? Ich muss mal gucken. Ordner. Ah, vielleicht mal was anderes. Halt die Klappe. Die Updates ja nicht hin. So. Hoffe, es funktioniert jetzt mal ein bisschen besser. Ja, warum ist der dann so am Pumpen, wenn Tura ein bisschen. Oh, nö, jetzt reicht's mir.
Wir sehen uns gleich wieder. Nee, doch nicht. Muss ich gleich. Ja, ich mach ein kurzes Cut. Oh, da sind wir wieder. Es kackt immer noch rum. Keine Ahnung warum. Ich habe keine Ahnung warum. Die ganze Zeit funktioniert es so, und jetzt auf einmal kackt es wieder rum. Die Krise war jetzt so ein Scheiß. Für mich einfach keinen Sinn macht. Das ist schon wieder so eine unruhige Scheiße hier im Rechner. Oh, ey, Junge, was ist denn bitte? Hat eben nur funktioniert. Ey, du erkennst gar nichts, diese Einbrüche. Die gehen mir so auf die Sack, ey. Und keiner. Oh, es hat gerade noch funktioniert. Das regt mich auf. Oh, wieder eine kurze Unterbrechung. Kann ich schön zusammenschnippeln. Er bricht einfach ein. Kein Grund. Ich mach gar nichts. Ihr seht's. Nee, will immer noch nicht. Also ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht. Macht keinen Sinn gerade. Ich habe auch keinen Bock, die Etappe jetzt zu beenden. Aber es bleibt gerade wieder 30 Frame. Es hat sich wohl beruhigt. Das ist schön. Jetzt doch nicht. Ich sollte es nicht so laut sagen. Wieder hinten Prolfrost rüber was zu trinken. So, Thurau arbeitet für Emanuel Buchmann. Genau richtig. Probieren natürlich jetzt wieder die Punkte zu kriegen mit Emanuel Buchmann. Gegen den Italiener, das wird schwer. War ja auch gerade eben schon ein ganz knappes Ding. So, wir probieren mal anzuhalten. Weil auf den zu verfolgen habe ich keinen Bock, weil der viel schneller im Antritt ist. War mir schon klar, dass wir da nicht hinterher kommen. Lass mal Hansen die Lücke zufahren. Hallo? Da gibt's doch nicht. Fickt euch ins Knie, ich mach nichts mehr. Ich werde komplett verweigern, die Arbeits. Die Mitführungsarbeit. Können Sie knicken? Warum fährt er eigentlich immer da vorne rum? Muss man mir auch erklären. Natürlich. Oh, fahr mal mit, Thurau. 8 Minuten Vorsprung. Und das bei Emanuels Tagesform ist das wunderschön. Das freut mich richtig. Mann, ey. Aber die Frame hat sich beruhigt. Das freut mich am meisten jetzt gerade. Ein paar Programme, die hinten dran sind, mal ein bisschen geschlossen. So. Gleich kommt der nächste Berg. Der Abstand von Emanuel Buchmann bis zu unserem Kapitän betragen jetzt schöne 8 Minuten 46. Oh, jetzt wo gerade eben, dann kann er noch wieder Tempo forcieren. Türrauschen. Türrauschen. Und du sollst nicht immer nach vorne fahren, du Eierkopf. Versteht das ohne. Hinten bleiben. Deswegen ist doch Thurau auch besser im Berg heute, weil Emanuel Buchmann minus 5 hat bis jetzt Tagesform. Also müssen wir wieder Emanuel Buchmann nehmen. Also beschützen. Bleiben noch bei 8 Minuten. Aber es bringt auch nichts, wenn wir jetzt um die Bergpreispunkte kämpfen, weil Emanuel Buchmann hat keinen guten Tag. Dann fahr doch mal vorbei, du Eierloch. Er lässt sich aber auch einholen. Oh, jetzt fahr doch mal vorbei, Junge. Und jetzt Thurau wieder vor ihm. Toro mit einem Angriff und wir folgen mal Thurau. Kann man sich natürlich auch anziehen lassen. Aber minus 3 Tagesform.
Probier mal, Mann, das krieg ich schon wieder nicht hin. Nee, nicht sprinten, angreifen. Möchte wenigstens zweiter durch den Berg kommen. Immer auch ein Buchmann. Ah, werden wir schaffen. Motorrau. Hau mal wieder ein bisschen mit. Lass dich mal zurückfallen, Emanuel Buchmann. Machst du super. Machst du richtig super. Dann bist du zu blöd, dir eine Flasche zu geben. So, hinten bleiben 10 Minuten der Vorsprung. Haben wir denn welche, die sich in der Gesamtwertung dadurch verbessern würden? Ja, Peter Kent, nee, Roter Pools. Peter Kenyat. Und Paterski würde sich sehr gut verbessern. Oh, der Pole. So, hinten Paul Forsrum aber zu so vielen. Konrad hat wohl einen guten Tag, wie es scheint. Hoffen wir mal. Nicht so wie Emanuel Buchmann. So, wir machen mal wieder ein bisschen schneller, bevor die Folge ein bisschen lang wird oder zu lang wird. Kenne ich ja bei der 11. Etappe, wo wir diesen Riesenangriff gestartet haben. Da wurde es ja auch ein bisschen länger. So, jetzt gibt es 5 Punkte. Also, passen wir mal ein bisschen auf. Oh, ich sehe es gerade. Konrad plus 5 Tagesform. Ich krieg. Ey, der steht gerade wie eine 1. Mein Dingeldongel steht gerade wie die 1. Ey, das gibt's doch nicht. So cool. Plus 5 Tagesform, Patrick Konrad. So, wir machen wie es vorhin und hoffen mal, dass es diesmal besser wird. Oh, am Ende wird es richtig steil. Wird so weit zurückkehren. Gab es da hinten Angriffe? Ich guck mal gerade. 1,40, nee, ist Michi. Ich probiere mal jetzt Brambilla hier diesmal zu stoppen, dass er diesmal nicht abhaut. Du bleibst hier, du Sack. Die anderen sind mir egal. Die könnte ich noch kriegen. Was kommt? Nein! Oh, dieser Brambilla, der geht mir ein bisschen auf den Sack. Schade, 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 Marmelade, ne? Wo du mal was zu süffeln. Oh, jetzt bleibt er wieder da vorne stehen. Muss ich doch. Was sind ja auch nur noch 7 Fahrer. Hauptfeld machen wir Störarbeiten oder was? Nee. Aber Konrad plus 5 Tagesform, ich glaube es immer noch nicht. Ich hoffe, dass es Minimum dann 3 werden. Aber wenn es plus 4 sind, ist auch so super. Oh, die Jungs eigentlich halt nicht rankommen lassen. Da ist Waterpools. Ne, jetzt forcieren wir jetzt mal das Tempo. Die sollen da nicht rankommen. Also mit Waterpools möchte ich jetzt auch nicht am Berg hochfahren. Deswegen erhöhe mal das Tempo. Dann kommt gleich der nächste Berg. Paul Voss kommt jetzt schon mal nach vorne für Süffeln. Oh, da ist er erst. Oh, das wird schwer. Aber er ist ein guter Abfahrer. Müsste es eigentlich gut schaffen, wieder ranzukommen. Hoffen wir es einfach mal. Oh, er gewinnt den Zwischensprint. Der Bernd Thurau zeigt er mir gerade an oben links. So, aber die anderen sind dran, also kann ich das Tempo wieder. Jo, forcieren wir diesmal nicht, lassen wir einfach nur Imano Buchmann beschützen. Weil ich glaube, das wird jetzt schwer genug für ihn. Hoffen wir mal, dass sie es irgendwie schaffen. So, Konrad. Hat einen richtig guten Tag. Boah, ey, das gibt's doch ja nicht. Haben wir einen Lack? Einen richtigen Lack haben wir mit Patrick Konrad heute. Die letzten 8 Kilometer, dafür finde ich das Ding ja am steilsten, wie es aussieht, ne?
Nee, noch nicht. Ist. Aber ist bloß länger. So, wir fahren mal unseren Rhythmus. Lass uns von denen hier nicht verrückt machen. Mit Emanuel Buchmann und Thurau. Müssten wir eigentlich wieder zurückkommen. Hoffe ich's mal. Verhöre ich mal ein bisschen das Tempo. So, Konrad ist auch gut drauf. Zähigkeit ist auch nicht das Beste. So eine Ausdauer auch nicht. Trotzdem ist er Siebter. Oh mein Gott, jetzt hängt er dahinter fest, hinter dem Movistar-Fahrer. Ein bisschen weiter nach vorne, nicht, dass du uns, wenn sie dann angreifen, uns vorhanden kommst. So, wie viel Abstand hat man denn zum nächsten? Amador, Moreno, das ist nicht viel. Aber wir haben einen guten Tag, plus 4 Tagesform, super. So, wir sind wieder in der ersten Gruppe. Mit Emanuel Buchmann. Und die greifen wieder an. So, wir fahren mal unser Tempo jetzt durch. Thurau kann ich mir, hat gut gearbeitet. Lassen wir mal zurückfallen. Ein bisschen. So. Diesmal bleiben wir ganz cool. Boah, die greifen wirklich alle gemeinsam an. Adam Hansen mit einer 65 bleibt dran. Okay. Springt mir fast mal um den Sieg noch mit. Wer hätte das jetzt gerade gedacht? Ah, das war ein knappes Ding. Dann gehen wir mal wieder mit zurück. Hab keinen Bock, dass du immer in der Luft hängst. Oh, da war ein Angriff. Ich sehe gerade Christopher Froome. Bist du denn für Vieh? Christopher Froome, 31. Ah. Lassen wir noch, bleiben wir noch ein bisschen cool, weil den Anstieg, wenn wir da jetzt mit der Abfahrt halten wir nicht hin. Wir werden beim vorletzten Berg. Oh, der ist auch steil. So, Thurau lässt sich zurückfallen, damit er dann nochmal unseren Kapitän beschützen kann. Auch wenn die überhaupt nichts machen, gefällt mir gar nicht. Mal sehen, wenn. Och, ich hasse es, wenn der auf Spritten geht. Das kann ich überhaupt nicht ab. So, Thurau, du wartest. Oh, nicht stehen bleiben, sonst heißt es aufgeben. So, jetzt gehen sie hinterher, oder was? Sehe ich das gerade richtig? Ja, gehen sie. Okay, dann machen wir wieder zurück. Ein Versuch war es ja wert, ne? Und der letzte Anstieg. Paul, was holen noch mal zu trinken? Auf der Tour schauen wir noch. Manuel Buchmann ist da noch dran, ne? Aber kämpft auch schon. Ist die einfach, weil er keine Tagesform hat? Oh, Alter, was ballern die denn da für ein Tempo? Wenn sie kommen, gleich 99. So, Konrad beschützen. Konrad beschützen. Hast du super gemacht. So, jetzt haben wir Konrad. Oh, er sieht gut aus. Die forcieren nicht das Tempo, also kann sich Konrad wieder erholen nach dem Angriff. Emanuel Buchmann ist aber immer noch dabei. Der Italiener geht aber auch hier aufs Ganze hier vorne. Aber Emanuel Buchmann ist noch dran. Ne? Jetzt kann er aber bloß nicht mehr. Also fahr mal deinen lockeren Rhythmus. So, Konrad ist mir wieder viel zu weit hinten. Was macht der denn da hinten? Will er. Siehst du, kommt schon der erste Angriff. Kwiatkowski
Und Daniel Moreno würde ich mal einschätzen. Nee, Rodriguez ist das sogar. Thurau ist jetzt weg. Thurau ist weg. Konrad ist noch dabei. Natürlich, jetzt kommt die Logik überhaupt. Daniel Moreno greift an und verkürzt da wohl den Abstand zu Rodriguez. Aber wir haben einen guten Tag. Wir werden dranbleiben. Hoffe ich mal. Auch wenn es so rumleckt und ich kaum was erkenne. Aber da muss ich mal kurz Pause machen. Wartet mal. Wieder kurz stoppen, die Aufnahme. So, da sind wir wieder. Und es kackt immer noch. Ne? Natürlich. Wir greifen mal mit. Ne, noch nicht. Da haben wir noch einen Fahrer. Wer ist denn das? Ihn schaust die. So, wir bleiben dran. Ne? Hey, hau ab, Moreno. Sonst knallt der inne. Wer ist der Nette hier? Burr. Juan Alaphilippe. Los, Konrad, bleibt dran. Ne? Und er ist noch stark dabei. Auch wenn es so rumleckt, ich krieg die Krise hier. Ich verstehe das auch nicht. So, jetzt geht Valverde. Wir gehen unseren Rhythmus. Kwiatkowski kann nicht mehr. Die da hinten probieren auch ranzukommen, aber, ne? Wo ist Costa? Wo ist er denn? Ne? Da ganz hinten. Richtig guten Tag. So, Bauhaus. Lass uns da zurückfallen. Oder Buchmann, Bauhaus. Warum komme ich auf Bauhaus? Ich weiß auch nicht gerade. Emanuel Buchmann. Da ist er. Auch wenn ich es hoffe, mal richtig einschätzen kann, ist er gleich dran. Ne? So, 80 auf jeden Fall. So, super. Emanuel Buchmann kurz vorm Berg ist noch mal da. Und kann unterstützen. Super. Kwiatkowski haben wir gleich. Ist denn da noch? Waterpools. Und ganz vorne ist da wer? Brambilla, Christopher Froome und Breitler. Jungs. Ach so, Dings übernimmt gerade die Führungsarbeit. Gefällt mir. Hallo? Kannst du mal was machen, wenn die Krise hier, weil die ganze Zeit so rumeiert? Erkenne ich nichts. Oh, zwei starke Abfahrer. Und zieh noch mal vorbei, Emanuel. Ach, fahren wir unser Tempo. Bringt ja nicht, wenn wir uns jetzt aufopfern. Ach komm. Nee, tut mir leid, ich muss jetzt wieder eine Pause machen. Fahr doch vorbei, Manuel Buchmann. In deiner dummen Aktion kommen sie wieder ran. Der Anstieg dauert noch ein bisschen, deswegen. Die Ebene musst du noch zuballern. Und jetzt kommt der letzte Anstieg. Tschüss, Manuel Buchmann. Kwiatkowski kann nicht mehr und wir können noch. Und sind vorbei. Kwiatkowski hängen wir ab. Das ist für mich das Wichtigste. Abstand von ihm. Kwiatkowski. Und mal sehen, wer da vorne den Sieg holt. Oh, Chris Froome kommt immer näher. Der Italiener wieder umsonst gekämpft. Wir gehen mal Trittfrequenz auf 70. Sieht richtig gut aus. Für unseren Österreicher. 4,5 Kilometer sind es noch, aber. Was ist
da los? Hat sich ja mal wieder beruhigt. Und wieder nicht. Jetzt müssen wir aber ein bisschen Trittbrettfans runtertreten. Nicht, dass wir am Ende nicht mehr können. Weil an dem Bein sind wir jetzt dran. An Juan Alaphilippe und dann wieder 2 Minuten bis jetzt. Aber mal sehen, wer ist hinter dir? Inchausti, die Rosa Waterpools. Wer ist das? Zinsshoff, Atapuma und Rui Costa verliert ganz viel Zeit. Ich guck mal gerade in die Gesamtwertung. Amador ist ganz weit hinten. Sanchez ist da vorne. Da vorne ist Konrad. Ist auch nicht so schlimm, wenn sie rankommen würden. Aber es sieht nicht so gut aus. Kwiatkowski verliert auch immer mehr Zeit. Gefällt mir. Domiele Slatka. Da ist er. Eine gute Vuelta als kein so starker Bergfahrer. Moreno ist ganz weit vorne. Hat heute auch einen richtig guten Tag. Brambilla gewinnt das Ding. Okay. So, jetzt kommt der Kampf zwischen Valverde und Rodriguez. Und Valverde bleibt wieder immer vorne. Rodriguez 5 Minuten. So, jetzt können wir nochmal Tempo gehen. Und wieder mal ein Top-10-Ergebnis mit Patrick Konrad. Gut, gut, gut. So. Jetzt wollt ihr denn gucken, wer noch hinten ist. Heimann zum Belier. Tomi Kisarowski verliert auch viel Zeit. Hugo Rosa, ganz viel. Neve, der ist hinter uns. Ne, nee, da ist Breitler. Oh, der verliert auch ganz viel Zeit. Aber Kwiatkowski verliert heute 3 Minuten. Bis jetzt. Da sind die anderen Kollegen. Matthew Busch. Und da ist Kwiatkowski. Der verliert heute ganz viel Zeit. 3 Minuten. Das kann uns nur freuen. Peter Kenyard. Die Jungs werden nochmal sprinten und Kwiatkowski mal sehen. Ob er da noch mithalten kann. Ich glaube nicht. Nein. Emanuel Buchmann stark heute. Hat Konrad nochmal richtig gut geholfen. Wenn die den nicht gehabt hätten, oh, wäre schlecht gewesen. Aber ich fand das so eine gute Leistung. Die anderen haben wohl auch eine richtig gute Tagesform gehabt. So, Sam Bennett, Scott Brites, Jan Bartha. Da müssten alle vor der Karenzzeit drinne sein. Machen wir also mal schnell weiter. Also wir werden uns wieder auf einen Platz oder 2 Plätze verbessern, weil Costa war der hinter uns oder vor uns? Also Amador war vor uns? Nee, okay. Also Amador kriegen wir. Wir kriegen nicht Moreno, wir kriegen aber dafür fast Kwiatkowski, der 3 Minuten über uns verliert. Damit sind es nur noch 6 Minuten. Also ein super Ding. Ah, läuft doch. Läuft doch die Vuelta. Damit könnten wir dann echt noch aufsteigen. Oder müsste aber auch Brambilla die Bergwertung übernommen haben. Aber ich gönn's den Italiener. Giacolo Brambilla, der ja gerne beim Giro zuschlägt. Und da sehen wir Chris Froome, die Aufholjagd war zu viel und konnte ihm ja nicht mehr das Wasser reichen. Aber er hat seine Form auch wieder gefunden. Das macht mir Angst, nicht, dass der uns am Ende noch überholt. Der Italiener zieht einfach durch, ist der klar bessere Sprinter. Also gehen wir Wiederholung der Siegerehrung. Und Gianluca Brambilla. Breitler 5 Minuten 53. Oh, Chris Froome kommt uns jetzt ein bisschen nah, ein bisschen zu nah, finde ich. Da sehen wir es. Wir kommen Kwiatkowski. Ach, Costa war Dritter, genau. Oh, da kommen wir auch immer näher. Wir sind jetzt auf Platz 6. Haben 6 Minuten Vorsprung auf Sanchez. Sobelia. Aber Froome war 3 Minuten. Das sieht nicht gut aus. Lässt sich Valverde nochmal anfeuern. So, da sehen wir Ruhmblaser. Brambilla schafft es denn am Ende nicht. 10 Punkte fehlen dann noch. Also das wird ein Zweikampf. Froome ist auch noch dabei. Emanuel Buchmann auch irgendwie.
Kwiatkowski und Konrad. Also ich bin schärfer auf die Nachwuchswertung. Wenn wir am Ende die Nachwuchswertung haben, freue ich mich auch. Auch wenn wir dann nicht mehr unter den Top 10 sind, aber das wird schwer. Wir haben noch ein Zeitfahren, das ist das Problem. Ist es schon morgen? Ja, es ist morgen. Morgen das Zeitfahren und dann eine Hügeletappe, wo Kwiatkowski seine Fähigkeiten kann. Kwiatkowski da schon wieder seine Fähigkeiten zeigen kann und dann kommt erst ein Berg mit Abfahrt. Und da könnten wir vielleicht was mit Emanuel Buhmann probieren und Thurau und dann Konrad hinterher schicken. Vielleicht holen wir dann noch ein paar Minuten raus. Aber da kann man nochmal 40 Punkte bei der Bergpreispunkte. Ja, Emanuel Buchmann ist da nochmal drin. Wir gucken mal. Bergpreispunkte, 26 Punkte hat er jetzt. Mit 40 Punkten, ne? Dürften die anderen keine machen. Also würde mich schon freuen, wenn Buchmann irgendwie da noch verbessert. Benedetti hat sich verletzt. Rippenbruch, okay. Hat Dominik Nerz auch und hat wurde 8. oder 7. der Etappe. Wenn wir den noch hätten, wäre noch besser, ich glaube, die Vuelta. Da sehen wir Dominik Nerz. Ich kann ja mal gucken. Die Wertungen. Wo ist er denn? Was hat er nochmal? Gebrochene Rippe, genau. Aus dem Mendes. Manuel Buchmann, wer hat sich denn alles verbessert? Osaski hat sich verschlechtert. Paul Voss. Ich gehe mal so durch, gerade auch wenn die Frame wieder ganz super aussieht. Und da wissen wir auch nicht, was er für einen Stil er jetzt hat. Der Dominik Nerz. Aber hilft ja irgendwie. Dann ja, kommen wir mal bergfahren. Christopher Pfingsten. Wie kann man das hier? Genau so kann man das gucken, ne? Was sich verbessert hat. Da nix. Schilling verschlechtert sich. Sean hat sich verbessert im Sprint. Ja, ich glaube ja, der hatte doch vorher nur eine. Der hatte vorher nur eine 73, okay. Schwarzmann ist auch Sprint Sprint. hat sich auch verbessert. Also Björn Thurau gar nicht. Scott Davis, Paul Voss hat sich auch verschlechtert. Und beim Zeitfahren extrem. Pangea kann er überhaupt nicht. Ist 26 Minuten schlechter als ich, hat keinen Trainer, okay. Ist, wenn man nicht so viel Geld hat. Der Kollege Jan Bartha hat auch noch nichts. Ist ja auch schon 30. Philipp Bauhaus. Nordklassiker. Sprinten, okay. 73 Nordklassiker. Was trainiert er denn? Okay, wenn er sich da wirklich verbessern tut, nehme ich es gerne an. Benedetti, Marne Buchmann, Etappenfahrer. Hat sich auch im Sprint verbessert, schön. Dempster entwickelt sich auch noch weiter. Osaski natürlich Abbau. Konrad, super Bergwertpunkte. Rafa Matzka. Sprint auch nochmal verbessert, schön. José Mendes hat sich verschlechtert. Nerz haben wir gesehen. Zeitfahren. So, das war's denn und wir sehen uns zur nächsten Etappe. Okay, der Tour auf Briten. Machen wir das mal schnell simulieren. So, Nicholas Roach gewinnt die Etappe. So, gehen wir mal weiter. Oh, ein Ruhetag. Okay, den nehme ich auch gerne für die Jungs und Zeitfahren. Jetzt noch. Okay. Gieselenker vor Nicholas Roach. Schlechte Nachrichten. Die Gesundheit von Scott Traders hat sich verschlechtert. Eine Erkältung ist zu ausgewachsenen geworden. Okay. Da müssen wir Scott Traders wohl rausnehmen. Jetzt kommt das Zeitfahren. Ich würde einfach mal sagen, ja, haut rein, bis dann, ciao.